Also sie werden nie aufhören. Befreie die Geiseln. Yo, ihr seid schon alle tot. Steig in Nachbarschaft. Die bekommen ja gar nichts mit hier. Okay, die hätten wir. Kann man hier noch irgendjemanden retten? Lappeninventar voll. Scheiße. Sag mal. Die Hunde befreien. Ja, und das werde ich dich jetzt auch. Wir befreien dich jetzt nämlich mit unserem Knüppel. Alter, wie viel hält denn der aus? So. Ripperschläger. Ist aber schlechter als unser Knüppel. Deswegen brauchen wir nicht. Vielleicht, um es ein bisschen zu beschleunigen, würde ich gerne mit den Waffen auf die los, aber die Munition. Missionsgebiet wird verlassen. Willst du mich verarschen? Hier ist doch Missionsgebiet. Hier sind die Ripper, Mann. Überall ist hier Missionsgebiet. Okay, wir gehen mal hier Richtung Questmarker. Ich lasse nicht zu, dass sie noch mehr von meinen Leuten töten. Na dann. Nein, 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 kein Feuer. Alter, er will nicht mal sterben. Leg dich mal hin. Die halten einiges aus. Was? Wie zum Henker? Wie zum Henker kann der überlebt haben, Mann? Der brennt einfach. Der brennt einfach. Wir haben ihn umgeschossen. Steht wieder auf und klammert sich an uns. Wow. Also, das sind die richtigen Freaks. Die Ripper sind die richtigen Freaks. So. Moment. So. Leise, keine Zeit. Ihr kennt doch Nicole, oder? Voll nicht leise. Okay, hört mir zu. Geht nach Westen zum Steg, sie ist oben im Wachturm. Ihr werdet ihr helfen. Ich will keine Ripper mehr über den Sumpf kommen sehen, verstanden? Du bist ein Engel. Mein Gebet wurde erhört. Natürlich. Gut, dann los, los! Danke. Okay, Nico. Ich hab meinen Job gemacht. Jetzt bist du an der Reihe. So, wir laden mal gerade nach. Ja, hier ist ein Medipack. Das können wir sehr gut gebrauchen. Oha. Boah. Wir konnten leider nicht sehr viele retten hier aus diesem Raum. Usa, Rick, irgendwer. Dick. Ich dachte, du wärst tot. Noch nicht. Wo ist Skizzo? Ich weiß nicht, was hier los ist. Skizzo ist mit Boozer. Wohin? Wohin, Ricky? Ich, Dick, Ripper. Sie brechen in die Krankenstation ein. Verdammt! Ich bin schon unterwegs. Warte auf mich. Deacon? Ja. Nein! Oh, verdammt, Ricky! Okay, ich will den abluten eigentlich, weil der scheint guten Stuff zu haben. Stirb. Hau mal ab, Mann, wir sind frei. Ich will den Typen hier abluten. Der hat auch nur einen Lappen dabei, weißt du? Scheiße. Wer ist denn hier bitte mit einer Sniper unterwegs? Na, wo bist du? Au revoir, würde ich sagen. Au revoir. So, wir machen uns weiter auf. Okay. Haben wir noch ein bisschen Munition? Hier vielleicht irgendwo? Sieht nicht danach aus. Oh, da ist noch so ein Kollege. Kann man die eigentlich auch stealthen? Das geht nicht. Wie lädt der denn aus, Mann?
Siehst du den Weg? Siehst du ihn? Ja klar, hier. Schnapp dir das Schwein, er hat's erwischt. Okay, hier war auch noch einer irgendwo. Da hinten. Zeig dich. Das war's jetzt aber mal. Boah, komm aber auch hier mit den SAFs, mit den automatischen Gewehren, weißt du? Sollte ich vielleicht umsteigen? Ich sollte auf LMG umsteigen, das hatte ich ja eh vor. Aber dafür möchte ich gerne eine vernünftige LMG erstmal finden oder kaufen können. Ernsthaft? So, das wäre er. Hast du noch ein bisschen was für uns? Eine Rauchbombe haben wir bekommen. Cool. Was ist das denn? Rickys Schraubenschlüssel. Der Vater muss ihn wiedergeben haben. Rickys Schraubenschlüssel. Ich weiß, wo du bist. Wo denn? Rickys Schraubenschlüssel? Okay. Was ist das denn? Sammelobjekte hier gerade, die wir sammeln. Finde ich ganz cool. Nehme ich mal mit. War das ein Molotow? Ist hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Ja, dann, wo bist du denn? Ist ja niemand um uns herum. Das hat sich angehört, als wäre der direkt neben... Okay, der ist direkt neben uns. Ich erinnere mich, die überleben eine Molotow, tatsächlich. Das war knapp. So, hau mal ab jetzt hier. Ich brauche Medikits. Ein Medikit haben wir tatsächlich bekommen, sehr geil. Okay, wir heilen uns direkt mal. Weh, du hast... Der hat auch ein Medikit. Klasse. So, wir müssen in diese Richtung. Hier geht's Richtung Werkstatt, ne? Da ist die Werkstatt. Okay, komm. Da ist es. Okay. Was geht denn hier ab, Mann? Wehe, einer von denen... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Licht! Ihr seid Verirrte! Verirrte! Nein, 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 nein. Oh. Waffen runter! Waffenstillstand! Waffenstillstand! Ich dachte, du solltest drinnen bleiben. Was? Waffenstillstand? Plötzlich? Kann sie nicht sterben lassen. Warte, warte, warte. Halt mal. Was zur Hölle war das? Ist vorbei. Ein Mike hat Waffenstillstand geschlossen. Warte, was? Was zum Teufel ist hier los? Finden wir es raus. Alles okay? Komm. Tut mir leid. Einfach alles. Oh Gott, mir auch. Waffenstillstand? Alter, der hat das halbe Camp auseinandergerissen. Sie wollen nur... Sie stürmen mein Camp. Ermorden meine Leute und du nennst das Missverständnis? Ihr habt den Vertrag verletzt. Kommt auf unser Land, steht unsere Vorräte, bekämpft und tötet meine Leute. Hör zu, ich hatte einen Deal. Hey, Ruhe! Steig hinab, Bruder! Steig, warte. Okay, Skizzo, erzähl mir mehr von diesem Deal. Verdammt nochmal. Warte! Erzähl's ihm doch. Erzähl ihm, wie du uns an sie verkauft hast. Was zum Henker willst du von mir? Oh, verdammt nochmal, Skizzo. Erzähl's ihm, oder ich schneid dir die Kehle durch. Okay. Okay! Ich hatte einen Deal mit Carlos. Okay? Mike? Aber das... Das war nichts gegen das Camp. Ich schwör's. Es geht um sie. Um die beiden. Ihn und Boozer. Wer will er gar nicht? Nur sie. Ja, wie läuft der Deal so für dich? Ich hab's fürs Camp getan, Mike. Um es verdammt nochmal zu retten. Er hat den Vertrag verletzt, Mike. Mike. Bitte. Schön, dass du wach bist.
Aber lass ihn los. Dick. Oh Mann, was passiert jetzt? Okay. Okay, also. Stimmt das, was er sagt? Dass ihr einen Deal hattet? Nur verirrte Lügen. Ja, es stimmt. Okay. Ihr bekommt Deke. William. Die Biker Boys oder wie ihr sie auch nennt. Und ihr lasst Lost Lake in Ruhe. Oh. Ach du Scheiße. Ihr ruht dann in Frieden. Du hast mein Wort. Und das ist ja was, hm? Dein Wort. Der verkauft uns gerade, ich fass es nicht. Oberhäuptling der RIP! Hey, hey, wir kamen mit der Fahne des Friedens. Frieden am Arsch! Das ist mein Camp. Meine Leute. Okay. Und du kommst her mit einer dreckigen Fahne und willst mir was befehlen. Nicht mit mir. Es ist mir egal, was die beiden getan haben. Und warum du sie willst. Ich weiß nur, dass du sie nicht kriegst. Ah, oh, Mikey Boy, so mag ich ihn. Ich dachte schon. Wir hatten einen Deal. Nein, das ist der Deal, Carlos. Und das ist der einzige, den du kriegst. Jetzt nimm deine Leute und verschwinde aus Lost Lake. Verpisst euch von hier. Wir alle sterben. Genau hier. Und jetzt. Scheiße, Mann. Unser Vertrag gilt. So wie immer. Was mich angeht. Ich hätte einfach schießen sollen. Du mieses Arschloch! Okay. Bringt sie aus meinem verdammten Camp. Wie kann man mit so einem verhandeln? Ey, ja. Das war's noch nicht, Carlos. Steig hinab, Bruder. Ich geh zur Seite. Geh zur Seite! Ich hoffe, unser Arm wird wieder. Ich hoffe wirklich nicht, dass wir auch der einarmige Bandit werden. Hey, ich will nur sagen... Vollkommen zurecht. Vollkommen zurecht. Bringt ihn in die Zelle. Absolut. Scheiße, lass uns doch... Lass ihn los! Ich versuche euch etwas zu sagen und... Ihr hört nicht zu! Das ist nicht, wie wir die Dinge regeln. Wir handeln nicht mit Menschen und morden nicht kaltblütig wie Barbaren. So wie die Ripper. Schafft ihn hier weg. Lasst mich los. Wir bieten ihm einen fairen Prozess wie zivilisierte Menschen. Und er wird zur Rechenschaft gezogen. Es tut mir nicht leid, Mike. Kein Stück. Natürlich. Verdammt, ich wollte das Camp retten. Die Ripper geben nicht auf. Carlos wird nicht aufgeben. Verstehst du? Sie hören nicht auf! Dann sollten wir den einen Besuch abstatten. Ja, nach dem Ende der Welt Anführer eines Kults zu sein, reicht ihm wohl noch nicht. Er will außerdem auch noch Rache. Dieses gottverdammte Sackgesicht. Mhm. Ja, ich schätze, er weiß schon länger, dass wir hier sind. Nach dem Crazy Willy, das war kein zufälliger Ripper-Angriff. Und Skizzo wollte uns an ihn verkaufen? Wo steckt er jetzt? Wenn ich ihn finde, drehe ich ihm den verdammten Hals um. Vergiss Skizzo erstmal. Pack dein Zeug zusammen, ein paar Mollys und so viel Munition wie möglich. Warte, was hast du vor? Und ich weiß schon, dass ja, ist eine scheiß Idee, aber wir machen es trotzdem. Ich werde mir den Sprengstoff aus der Lodge holen und dann die Sprengschnur aus Gesos Hütte. Triff mich bei der Brücke. Ich erklär's dir unterwegs. Was hat er denn vor jetzt? Ist das okay für dich? Ja. Oh ja. Ich bin so froh, dass das allen noch gut geht. Sie werden nie aufhören. 6000 EP haben wir bekommen. 400 Vertrauen nur. Alter, Iron Mike, das ist aber kläglich. So, ein paar Prozent haben wir alles nach oben gehauen. Das ist schon, ja, Herstellungsrezept freigeschaltet. Ripper-Axt. Was zum Henker ist das? Noch ein Herstellungsrezept. Bleib bei deinen Freunden. Rohrbombe, Herstellungsrezept. Ja, sehr schön. Hörst du mich? Ja. Nicht, Mann. Ja, ja, bin Ricky, da. Ich höre. Hör zu, ich habe keine Zeit. Was war los, verdammt? Sie haben gerade Skizzo weggesperrt und...
Ja, gut, ich habe keine Zeit zum Reden. Und Carlos und die Ripper sind einfach weg. Nach allem, was sie getan haben. Ja, okay, toll. Rede mit Iron Mike über den Scheiß. Fertig. Aber wir müssen reden. Nicht, dass du noch irgendwas anstellst. Was denn, Ricky? Wir reden doch gerade. Unter vier Augen. Es ist wichtig. Mhm. Es ist immer wichtig. Ricky, ich muss jetzt los. Deacon, warte! Und tschüss. Sorry, Ricky. Wir reden später, okay? Deacon, Ende. Alter, was geht denn hier ab, Mann? Okay, wir haben jetzt hier ein paar Story-Missionen. Ich guck mal, was wir so alles machen können. Wir könnten... das ist eine Nebenmission. Gefällt dir die Bude? Verhöhne Schizo an der Arrestzelle des Lost Lake Camps. Oh ja, bitte. Das möchte ich unbedingt machen. So, dann haben wir hier die Story-Mission. Und eine Kopfgeldjäger-Mission. Okay. Das brauchst du nicht mehr, unbemerkt. Bereite dich auf den Angriff auf das Ripper-Gelände vor. Okay. Deacon durchsucht Schizos Hütte. Auf jeden Fall. Das sollen wir auf jeden Fall machen. Wir machen aber erstmal den hier. Das ist ja nicht so weit entfernt. Das ist hier unten, ne? Ist das hier unten? Der Questmarker führt mich hier runter. Das ist die Arrestzelle wahrscheinlich, oder? Jetzt muss ich dieses Zeug nur noch unbemerkt in meine Hütte bringen. Das ist nicht die Arrestzelle. Bringe den Sprengstoff in deine Hütte. Okay, komm, dann machen wir das. Dann machen wir das erstmal, wenn wir schon da sind. In meine Hütte, unbemerkt. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Oh, ist das der richtige Weg hier? Ich laufe einfach mal. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Hier ist zum Glück niemand. Okay, pssst. Ganz ruhig. Ja, es läuft ja ganz gut. Noch. Und? Das hat doch wunderbar geklappt. Na bitte, geht doch. Okay. Ich will trotzdem zu Schizo in die Arrestzelle. Sprengschnüre in Schizos Hütte. Warum habe ich das denn? Ich will das hier auswählen. Ach so, das müssen wir erstmal auswählen. Ja, okay. Ja, habe ich vergessen. Sorry. Gefällt dir die Bude? Gefällt dir die Bude? Verhöhne Schizo. Ja, das machen wir. Das möchte ich unbedingt tun, weil er hat's verdient, der Drecksack. Alter, der hat uns einfach verarscht. Die haben uns den Arm hier angeflemmt. Guck dir mal den Arm an, ich bitte dich. Das war wegen Schizo. Ich will das Camp retten. Glaub's ja nicht. Wir werden denn sowas von verhöhnen und fertig machen, hoffentlich. So, hier können wir runter. Ja, das wird schon gut bewacht hier. Dürfte ich mal kurz was durch? Du? Ich will zum Gefangenen. Wohl nicht. Vielleicht können wir ihn von hier irgendwie... Vom Fenster oder so? Ja, okay. Na komm. Hey, Schizo. Wie läuft's denn da drin? Gefällt dir die Bude? Deke! Deke! Red mit mir, Bruder! Ich hab's nur getan, weil... Erstens, ich bin nicht dein Bruder. Und zweitens, ich weiß, warum du es getan hast. Oh, Dee, komm! Verdammt! Es war nichts Persönliches. Das weißt du doch. Es ging nicht anders. Mann, red mit Iron Mike. Sagst du's ihm? Sag ihm, dass ich nur das Camp retten wollte. Das ist alles. Wirklich. Natürlich. Ich rede mit Iron Mike. Sobald sie dich für schuldig befunden haben, hole ich mir deinen verdammten Arsch. In der Nacht werden Busa und ich dich fesseln. Wir platzieren dich einfach mitten auf der Straße und warten auf eine hübsche Horde. Geek, du musst mir zuhören, Bruder! Wie sich das wohl anfühlt, ha? Lebendig gefressen zu werden. Geek, ich wollte nur Carlos aufhalten. Aha. Und die Ripper. Und das Camp retten. Das ist unser Leben, Deke. Ist ja gut hinbekommen. Weißt du was? Ich glaube, wir warten gar nicht ab, bis sie dich schuldig befinden. Leb wohl, Schizo. Wir haben diese Aufgabe zu 91% geschafft. Warum auch immer. Okay. Tut mir leid, Bruder.
Tut mir leid! Ja. Ich wollte es nicht tun, aber ich musste! Ja, ja, klar. Und ich wollte wirklich nicht, dass es so endet! Schrei nicht so rum. Dick! Hör mir zu! Tschüss! Dick! Ciao! So, okay. Was können wir denn jetzt noch machen? Durchsuche Skizzos Hütte, das sollten wir auf jeden Fall machen. Zum Hot Springs Camp. Ich überlege, ob wir das hier nochmal machen. Weil, wenn ich mal auf die Map schaue, wir wären wahrscheinlich wieder zurück auf dieses Gelände hier, ne? Aber ich würde gerne vorher so ein bisschen, ja, ein bisschen was anderes machen. Bevor wir auf das Gelände gehen, meine ich. Okay, wir haben hier, ich glaube, wir haben nicht genug Sprit, um da hinzukommen. Guck dir das mal an. Es ist alles zerstört. Und nur wegen diesem Skizzo. Ich wollte das Camp retten. Schau dir an, wie du es gerettet hast, Mann. Du Idiot. Ja, und so viele sind gestorben. Es sind so viele gestorben. Ach, das ist ein Ripper. Scheiß drauf. Ich gehe mal kurz zur Werkstatt. Da hinten ist sie auch schon. Tanke auf und dann gucken wir mal, ob wir da hinkommen zu Tuck in die andere Farm. Also ins andere Camp. Hi. Kein Job verfügbar. Ciao, Ricky. So, geht das nochmal ein bisschen schneller? Willst du was kaufen? Ja, absolut. Hey, Bas. Einmal tanken, bitte. Und. Ja, so gut wie neu. Danke sehr. So, jetzt aber. Kommen wir da überhaupt hin? Ist das möglich von hier? Ich befürchte ja nicht. Schnellreise. Wir machen eine Schnellreise. Ins andere Camp zu Tuck. Wir werden mit ihr reden. Es ist ein Auftragskiller-Job, aber ich will ja alles erledigen. Alles wird erledigt. Alles nach der Reihe. Wir müssen ja auch noch ein paar Nero-Stationen, ein paar Forschungsanlagen müssen wir noch einnehmen. Aber das Problem ist, die sind im Berg. Und ich weiß nicht so recht, ob wir das hinbekommen. Ohne die gewisse Ausrüstung. Vielleicht kann ich ja hier jetzt Waffen kaufen. Hey. Ja? Ich habe ein paar Sachen für dich gebaut, falls du rumkommen willst. Cool. Danke sehr. Guzman, danke, Bruder. Ich komm rum. Ganz genau. So, ich gehe erstmal hier zum Händler. Nadu? Wie läuft's? Ja, gut. Das Camperleben, Alkai. Okay. Okay, hier haben wir eine MG45. Das wäre so eine LMG. Das würde mich schon sehr reizen, die mitzunehmen. Aber erst ab Vertrauensstufe 3. Das heißt, wir müssen diese Auftragskiller-Jobs machen. Sonst kriegen wir das nicht hin. Im Besitz. Wir haben alles im Besitz, glaube ich. Mehr können wir hier noch nicht holen, oder? Ohne die Vertrauensstufe können wir hier noch nichts holen. Nein. Okay. Kann man hier noch irgendwas verbessern? Oh ja. Ein Schalldämpfer. Primärschalldämpfer. Absolut. So gut wie neu. Vielen Dank. Inventar voll und Spezialschalldämpfer. Sollte draußen nützlich sein. Danke. Medikit hole ich auch direkt. Warum nicht? Noch eins. Danke. Ich danke dir. Munition auffüllen könnten wir auch. Ja, komm. Kann ich noch was für dich? Wir haben noch ein bisschen Geld. Wir haben noch 11.000, sehe ich gerade. Ihr könnt das nicht sehen, aber 11.000 habe ich. Was kann ich noch für dich tun? Ja, das wär's. Danke. Komm her, wenn du noch was brauchst. Ich brauche eine LMG, die da hängt irgendwo. Hier hängt doch bestimmt irgendwo eine LMG, oder? Ich sehe gerade keine. Ja, das sind schon nette Stücke hier. Aber erst ab... Ja, ciao, Alkai. Ab Vertrauensstufe 3. Deswegen muss ich natürlich mit Ada Tucker reden. Hi. Dick. Yes. Ach, ich habe einen Job für dich. Na klar. Das schaffst nur du. Ich weiß. Was geht's? Weißt du noch, als ich dir die Grabung gezeigt habe? Und Essen fehlte? Ja, Wheeler hatte Wache. Er hat nicht nur Wache gehalten. Er hat uns ausgeraubt. Das Schwein. Jetzt hockt er mit ein paar anderen nördlich von Patchens Lakes. Weißt du wo? Ja, weiß ich. Finde den Mistkerl und töte ihn. Er hat eine Taschenuhr. Sie geht noch. Bring sie mir. Wheeler, okay. Teil der Familie. Mache Wheeler ausfindig. Genau, das werden wir tun.
Nachdem wir aufgetankt haben, denn wir haben nichts mehr im Tank wahrscheinlich. Ja. Hey. Einmal nachtanken. Und tschüss. So, wo ist das denn jetzt genau? Der gute Wheeler. Okay, das ist ziemlich weit im Norden. Kopfgeldjäger, Teil der Familie. Mach Wheeler aus, finde ich. Werden wir machen, da fahren wir hin. Komm. Das schauen wir uns mal an. Das Elend. Schluss damit! Was? Wie Schluss damit? Was war denn das jetzt? Oh, Moment, bevor ich losgehe. Kann ich hier nicht noch hier so ein paar Dinge abgeben? Alles verkaufen, komm. Haben wir jetzt irgendwas erreicht damit? Und ich wollten eine Zeit lang runter zum Lost Lake, einfach mal einen Tapetenwechsel. Ja, so ist es. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich habe noch eine Mission, es tut mir leid. So, wir haben unser Zeug hier verkauft. Oh. Hey, wenn du Zeit hast, schau beim Camp vorbei. Ich muss mit dir reden. Hey, Ricky. Okay, ich bin auf dem Weg. Dicken Ende. Okay, Ricky hat auch was für uns. Alter, fahr ich einmal in den Pool rein, weißt du? Das ist mal wieder typisch. Ich muss mal wieder eine Abkürzung nehmen. Eine sogenannte. Oh, nee. Der mit seinem scheiß Radiosender. Ich ignoriere übrigens diese ganzen Fragezeichen bewusst. Nicht, dass ihr euch fragt. Das muss Wheelers Camp sein. Oh. Ich muss zu Fuß weiter. Zu Fuß weiter, okay. Nicht, dass ihr euch fragt, hey, Moment mal, warum läuft er immer an diesen oder fährt an diesen Fragezeichen vorbei? Das hat einen Grund. Da gibt's einfach nichts für mich, nichts Interessantes. So, da hinten ist das Camp. Von hier sehe ich niemanden. In der Nero-Station? Nero Checkpoint? Teil der Familie. Was? Wheeler, da ist der Scheißkerl. Oh, 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 hallo. Du siehst Gespenster. Wie viele Kollegen haben wir denn hier? So viele dürften es nicht sein, ne? Wir könnten natürlich einen Krieg hier entfachen lassen und wir bleiben auf der Brücke. Ich meine, warum nicht? Oh, wow, wow. Ganz viel Stuff, danke sehr. Oder wir schleichen uns an und machen einen nach dem anderen fertig. Da ist auf jeden Fall unser Wheeler. Ich gehe mal außen rum. Komm, das kriegen wir im Stealth hin, oder? Es sei denn... Es sei denn, hier ist eine Falle, genau. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Gott, ist das schlecht. Wir sehen uns ja nicht, ne? Was denn? Was? Du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Wir haben uns echt nicht gesehen, ne? Okay, da unten ist einer. Hier sind sehr viele. Hier, lauf in unsere Falle. Irgendetwas geht hier vor. Scheiße. Brauche ich eigentlich nicht hier. Kann ich hier nicht im Stealth? Okay, der Baum hat mich gerettet. Ja, und nochmal. Ich bin's, Deek, sagt er. Ja, ist ja schön für dich. Zwei, sehr schön. Nur noch er, oder? Ja, aber er schießt auf uns. Er hat ja gerade gesagt, ich bin's, Deek. Komm schon, Mann. Du musst es nicht
Ja, okay. Aber du schießt auf uns. Er schießt auf uns. Ich dachte, er will echt mit uns reden. Ist aber nicht der Fall. Ich bin getroffen. Ja, ich weiß. Sorry, Kumpel. Ich nehme mal eure Munition. Die kann mir sehr viel helfen. Oh, guck mal hier. Wunderschönes Zeug. So, und deine Taschenuhr hätte ich gerne. Taschenuhr. Ja. Perfekt. Ja, das lief doch ganz nett. Wir gehen wieder zurück. Oh Mann, ey. Boah, diese Fallen sind so mies versteckt, Freunde. Die sind wirklich sehr, sehr mies versteckt. Oh Gott. Wow. Nein. Mm-mm. Nein, nein, nein. Kein Interesse. Wo ist die Brücke? Hier. Ich hau ab. Ihr habt mich nicht gesehen, oder? Wie könnten die hier ihr Camp aufgeschlagen haben? 10 Meter von der Horde entfernt. Glaub's ja wohl nicht. Ich will auftanken und abhauen. Auftanken, abhauen. Das ist der Plan. Shit. Warum habe ich so weit weggeparkt? Musste gar nicht sein. So. Ja, wobei wir haben ja noch ein bisschen, aber egal. Gutes Timing. Das sollte reichen. Ja. Das glaube ich auch. Das sollte reichen. Wir können wahrscheinlich hier wieder Schnellreise machen. Auf dem Weg ist ja eh nichts. Auf dem Weg ist eh nichts. Und ich gebe die Queste direkt ab. Die Queste, den Auftrag, die Taschenuhr gebe ich natürlich sofort ab. Ja. Ich hoffe, dass wir dann unsere Vertrauensstufe erweitern können. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht hier. In dem Camp. Mach mal bitte auf. Danke. So, dürfte ich hier mal... Dankeschön. So, hör mal zu. Hier. Hier. Hier? Was zum Enker passiert hier? Was? Tucker, ist erledigt. Sehr gut. Jetzt weiß Wheeler wohl, dass man Ada Tucker nicht beklaut. Er weiß gar nichts Nein, mehr. Ich schätze, er weiß jetzt so ziemlich gar nichts mehr. Ja. Ich schreib dir Punkte gut. Und wart's nur ab. Ich werd's nur schaffen, dich und Boozer zum Bleiben zu überreden. Und Teil der Familie zu werden. Das kann sein, ja. Viel Glück dabei. Ich brauche eigentlich nur eure LMG. 4000 EP haben wir bekommen. Wir brauchen nicht mehr so viel. Knapp 2500 Vertrauenspunkte haben wir bekommen. Nice. Hier ist aber kein Job mehr verfügbar. Das bedeutet, wir haben momentan nur noch eine Aufgabe, dachte ich. Plündercamp? Kehre zu Iron Mike Camp zurück. Und mit Ricky. Ach, mit Ricky. Ja, sie hatte uns gerufen. Dann können wir das ja machen. Ich würde das gerne auswählen. Machen wir aber nicht mehr in dieser Folge und auch nicht mehr in dieser Aufnahmesession, sondern... Hey, na? Fertigkeitspunkt. Können wir auf jeden Fall auch noch nutzen. Mache ich auch in der nächsten Folge. Wir werden wahrscheinlich in der nächsten Aufnahmesession die Ripper angreifen. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei, aber auch ein gutes. Denn dieser Carlos, der muss von der Bildfläche verschwinden. Es ist unbedingt notwendig. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann heißt es Ripper-Schlachten. Also bis dann. Vielen Dank nochmal und adios, amigos. Ciao, ciao.